Und da den Kaktus habe ich auch gemalt. Wir sind nicht stumm, wir sind hier, um was zu lernen. Heute sind Bundestagswahlen. Man muss sie verpflichten, alle Formate anzubieten. Und jetzt gehe ich auch wieder rein. In der DDR nannte ich mich Seeschwan. Ich möchte bitte was trinken. Aha! Oh Gott! Ich begrüße euch zur dritten Ausgabe unseres inklusiven Videomagazins Das bin ich, gefördert durch die Aktion Mensch. Wir zeigen euch wieder 10 Film- und Musikbeiträge unterschiedlichster Art. Alle Filme sind von Menschen mit und ohne Behinderungen gedreht worden. Viel Spaß beim Ansehen! In unserem ersten Beitrag dreht es sich um das Thema Wohnen. Gabi wohnt in einer Wohngruppe mit Beeinträchtigungen in Berlin-Wilmersdorf. Dort ist sie im Heimbeirat. Was das genau ist, erzählt sie uns und sie zeigt uns ihr Zimmer und spricht über Corona. Ich bin die Gabriele Köpse und ich wohne schon 6 Jahre hier. Und ich bin leicht geistesbehindert und psychisch krank und körperliche Behinderung, ja, und Sehbehinderung auch. Was in Ordnung ist, die Schnauze und die Ohren. Also wir sind 24 Leute, 8 Bewohner in einer Gruppe. Wir haben 3 Gruppen und ich wohne selber in der Gruppe 3, also unten. Und habe auch mein Zimmer unten und ich bin gerne in der Gruppe 3. Es gibt Konflikte, aber ich meine, ich bin ja auch nicht konfliktlos. Ich wäre auch manchmal sehr laut und das ist auch richtig so, wenn ich mal laut wäre. Denn jeder, wo im normalen Leben, wird auch mal laut. Und warum lebe ich hier so gerne? Ja, ich lebe, weil es wie eine WG ist. Es ist keine Anstalt. Ja? Man kann aufstehen, wenn man keine Arbeit hat, wie man möchte. Man kann sein Essen einnehmen, wie man möchte. Man kann, wie so normale Menschen leben, ja, und individuell eben. Und das müssen die Menschen lernen, dass gute Heime, wenn sie gut geführt sind, auch wirklich Lebensqualität haben, ja. Und ich kann wirklich sagen, mein Heim ist ein Zuhause. Ein Zuhause, wo ich mich geborgen fühle. Ich habe nun mal meine psychische Erkrankung, da geht es mal schlecht, mal ganz plötzlich und mal wieder gut. Und ich bin Stimmhörer und diese Krisen, die auch mit verlaufen und auch körperlich und so. Ich werde angenommen, so wie ich bin. Und das ist ein Zuhause. Geborgenheit, Zufriedenheit, wo die Interessen auch gefördert werden. Und ich werde hier auch gefördert mit der Kultur, was ich gerne mache. Und da den Kaktus habe ich auch gemalt. Ich kann alles mitmachen, was mir gefällt, kann aber auch mal sagen, nee, passt mir heute nicht. Ich arbeite im Heimbeirat mit. Der Heimbeirat ist eine Bewohnervertretung, wo also eine Gruppe von Menschen, 3 Mann, die also die Leute vertreten im Haus mit ihren Rechten oder Fragen oder Konflikten, die dann besprochen werden. Und dieses ist auch sehr wichtig, das ist nämlich vom Gesetzgeber auch festgelegt, dass es eine Bewohnervertretung geben muss, damit eben die Leute zum Zug kommen können im Haus, dass eben zum Beispiel Vorschläge, was wir brauchen, oder wenn es Konflikte gibt, die dann eben gelöst werden mit dem Heimbeirat und mit der Leitung und Betreuern zusammen. Wir sind 3 Mädels, so. Und wir sind jetzt dieses Jahr gewählt worden. Die Wahlperiode geht also 4 Jahre. Und alle 4 Jahre wird der Heimbeirat neu gewählt. Und ich mache das deswegen gerne mit, weil ich der Meinung bin, ich kann gut sprechen und dass ich in der Lage bin, dadurch auch gut zu helfen. Das ist mir wichtig, dass ich eben da mitmache und eben mit den Leuten eben zusammen was machen kann. Ja, und ich sehe das als was Wichtiges an, auch die Leute zu vertreten im Heim. Und wenn es eben kleinere Konflikte auch so mal schnell zu lösen, die sind.
Der Heimbeirat, der wie er ist, ist dafür verantwortlich, zum Beispiel, dass eben diese Glastüren rein haben. Wir hatten ein Problem, immer diese aufzukriegen, mit einem Rollator oder Rollstuhl hineinzukommen. Und immer mit diesem Schloss, und dann musst du gegenstemmen, das schaffst du nicht so. Und das ist dadurch ist die Glastüre jetzt reingekommen und das ist für viele eine Erleichterung jetzt. Und das wurde unterstützt von unserer Heimleitung und vor allen Dingen auch von unserem Träger zusammen. Wir haben eine sehr gute Heimleitung, die auch interessiert ist an uns und unserem Problem. Wir haben uns schon lange damit auseinandergesetzt, dass die Bäder behindertenfreundlicher werden, weil wir ja auch älter werden und die Behinderung auch immer mehr zunehmen. Ja, und damit es ein Stück Normalität ist, dass wir uns eben selber waschen können. Kleine Hilfen brauche ich zum Beispiel bloß beim Duschen, also sehr kleine. Aber man sieht eben, dadurch ist es jetzt glatt. Da habe ich nicht mehr die Angst, runterzufallen, umzufallen, weil eben jetzt der Boden glatt ist und ich habe einen Griff dran und so. Das hilft dann eben auch für die gewisse Selbstständigkeit. Es ist so, dass Gabi Köpsel, seit sie hier lebt, eigentlich bereits als Heimbeirätin aktiv ist. Das heißt, es ist das Recht dieser Menschen, sich eine Vertretung zu wählen. Und in dem Fall, da Gabi immer auch politisch interessiert ist, engagiert ist und auch die anderen Bewohner großes Vertrauen in sie setzen, macht sie dort einfach perfekt. Das ist ein wichtiges Gremium und es ist einfach auch eine Bereicherung. Und es ist einfach eine Gruppe von sehr, sehr bezaubernden, sehr, sehr ernstzunehmenden Menschen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Also die Corona-Zeit ist eine komische Zeit. Ich finde, ich habe viele Freunde. Und auf einmal hieß es nichts mehr. Gar nicht mehr. Stopp. Alles gibt's nicht mehr. Keine Freunde besuchen, keine Eltern, nichts. Es geht einfach nicht mehr mit Treffen, ein Kuscheln nicht mehr. So. Und das hat einen verunsichert, die unterschiedlichen Nachrichten. Und man war auch ein bisschen überfordert mit dem, was sie erzählten. So. Und ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, doch, ich liebe meine Kuscheltiere. Und die haben auch noch einen anderen Sinn, aber die körperliche Wärme, die ich brauche, das geben mir meine Kuscheltiere. Ich habe zwei Gertruds, eine alte Gertrud und eine neue Gertrud. Und ich verstecke mich, wenn ich Ängste habe, auch unter die Kuscheltiere. Darum habe ich auch große Kuscheltiere, wo ich mich richtig verstecken kann. Ja, und in die Corona-Zeit hat das mir sehr viel geholfen und hilft mir auch jetzt noch. Das ist Schnuffi, mein Kuschelhund. Da verstecke ich mich immer drunter, wenn ich Angst habe. Die Corona-Zeit kann man nicht so verstehen. Wenn man dieses hört, Corona, man kann es nicht anfassen. Man sieht diesen Virus auf so einem Bild gemalt wie ein Ball und mit Igeln dran, aber man kann das nicht begreifen, aber es wurde mir erst richtig klar, wie gefährlich der Coronavirus ist, wo Leute von uns ins Krankenhaus kamen. 6 Mann. So, da hast du erstmal halt. Und dann haben wir leider noch einen Todesfall hier im Haus. Ja? Also da war einem dann schon ganz klar, wie schlimm das in der Welt ist. Ist, dass uns der Virus die ganze Welt erwischt hat, sondern dass die ganze Welt zusammenhalten muss. Ich bin auch geimpft und ich finde das sehr wichtig. Und mir selber, ich sage, ich verstehe nicht die Impfgegner, die jetzt sagen, die schwindeln und wollen uns nur kontrollieren. Ich glaube, die sind genauso hilflos und haben Angst eigentlich vor der Tatsache, wie ich damals das nicht verstanden habe, was Corona eigentlich ist, bis die 6 ins Krankenhaus gekommen sind und der eine gestorben ist. Und ich verstehe auch nicht und will das nicht verstehen, dass man die Corona-Regeln nicht beachtet. Ich trage immer meine Maske und ich bin so dankbar zurzeit, dass ich wieder zu meinen Freunden im BBV gehen kann und meine Freunde gesehen habe. Und ich hoffe, dass wir diesmal um eine vierte, wie heißt Lockdown, nicht mehr haben. Da würde ich mich freuen, wenn wir irgendwie eine andere Lösung finden. Durch Impfung und durch Testen, ja, und Rücksichtnahme. Ich möchte alle aufrufen, alle Menschen,
freundschaftlich und solidarisch miteinander zu sein. Und doch ein bisschen die Regeln einzuhalten. Und nicht Kuschelpartien zu machen. Tanzen kann man auch auseinander. Ja, und man kann auch so seine Freuden haben, Radfahren. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft in der Gorena-Zeit. Und ich bin glücklich geworden. Ich habe mir etwas geschaffen, was mir auch Mobilität zusätzlich schafft, weil ich nicht so lange stehen und gehen kann. Und das schafft mir jetzt, dass ich in meinen Kiez, gut, ich schaffe es nicht weit, aber ich muss immer ausruhen auch. Aber ich freue mich und bin glücklich darüber. Ich habe etwas mir besorgt, was unabhängig von Corona ist, denn die Luft ist ja da, die Natur ist da und das Rad ist da. Die gehörlose Begümhan übersetzt ein Lied von Graf Fidi und Toni Fischer. Ein Gastbeitrag der Lebenshilfe Berlin. Schön, dass ihr alle da seid, lasst uns miteinander reden. So lernen wir uns alle besser kennen und verstehen. Doch manche Menschen haben Scheu, wenn etwas anders ist. Hab Vertrauen in uns und sagt nicht immer, ihr könnt das nicht. Wir sind nicht dumm, wir wollen ernst genommen werden. Wir sind nicht stumm, wir sind hier, um was zu lernen. Wir können viel und das wollen wir allen zeigen. Wir sind keine Kinder mehr, wir können das alleine. Habt ihr schon gehört, es gibt ein Recht auf Teilhabe. Und da steht im Gesetz in schwarzer Farbe. Der Wahnsinn, sag es deinen Freunden und teils gern in deinem Netzwerk. Beeinträchtigte Menschen sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir wollen auch alles verstehen und haben mehr eine Frage. Ist die Lösung fürs Problem meistens die leichte Sprache? Wir sind hier wie alle anderen, um teilzuhaben. DJ, mach mal lauter, heute wird ein geiler Abend. Wir wollen auch alles verstehen und haben mehr eine Frage. Ist die Lösung fürs Problem meistens die leichte Sprache? Wir sind hier wie alle anderen, um teilzuhaben. DJ, mach mal lauter, heute wird ein geiler Abend. Es gibt so viele Arten von Sprachen, damit wir miteinander reden und verstehen. Und egal was alle anderen sagen, du bist hier und du gehst deinen Weg. Du willst raus und allen zeigen, dass du mehr kannst. Dass du mehr kannst als alles nur nach Lehrplan. Du hast dein Leben, du hast Freunde, du hast Ideen, du hast Träume und manchmal das Gefühl, dass man's dir schwer macht. Habt ihr schon gehört, man sollte jeden Menschen respektieren? Ich hab Respekt vor dir, hab du Respekt vor mir? Sag es deinen Freunden und teils gern in deinem Netzwerk. Beeinträchtigte Menschen sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir wollen auch alles verstehen und haben mehr eine Frage. Ist die Lösung fürs Problem meistens die leichte Sprache? Wir sind hier wie alle anderen, um teilzuhaben. DJ, mach mal lauter, heute wird ein geiler Abend. Wir wollen auch alles verstehen und haben mehr eine Frage. Ist die Lösung fürs Problem meistens die leichte Sprache? Wir sind hier wie alle anderen, um teilzuhaben. DJ, mach mal lauter, heute wird ein geiler Abend. Wir wollen auch alles verstehen und haben mehr eine Frage. Ist die Lösung fürs Problem meistens die leichte Sprache? Wir sind hier wie alle anderen, um teilzuhaben. DJ, mach mal lauter, heute wird ein geiler Abend. Demnächst sind ja Bundestagswahlen. Deshalb haben wir uns mal genauer angesehen, wie barrierefrei Wahlen sind. Im ersten Teil zeigt uns Silja in ihrer Rubrik Blind in Berlin, wie sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt hat.
Heute sind Bundestagswahlen. Damit ich als Blinde selbstständig wählen gehen kann, habe ich hier eine Wahlschablone. Dort kann ich meinen Wahlzettel hineinlegen, um das richtige Kreuz machen zu können. Vor 100 Jahren haben wir Frauen dafür gekämpft, dass wir wählen gehen können. Und darum finde ich es wichtig, es auch wirklich zu tun. Und auch meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die richtige Regierung an die Macht kommt. So, jetzt werde ich dort hineingehen, in das Wahllokal. So, jetzt habe ich meinen Wahlzettel abgegeben. Es wird alles besser. Nee, anders. Über das Thema blind wählen haben wir auch noch mit Regina Vollbrecht gesprochen. Momentan reden wir alle um ein Thema, und zwar die Bundestagswahl. Verständlich. Die finden ja schon am 26.09. statt. Aber ein Thema kommt da immer etwas unter. Und zwar, wie zugänglich sind die Wahlprogramme und die Wahl für Menschen mit Behinderung? Wie informieren sich Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung eine andere Zugänglichkeit zur Wahl brauchen? Wie zum Beispiel Leistungssprache, Gebärdensprache oder Untertitel? Ich habe zwei Menschen gefragt. Und das Ergebnis seht ihr hier. Na. Hallo, Regina. Hallo. Schön, dass ich heute bei dir sein darf und du mir ein bisschen berichtest, wie du deine Wahlerlebnisse sind und ja, wie du das angehst. Freut mich. Genau, mache ich doch gern und ich freue mich auch, dass du hier bist. Ja, mein Name ist Regina Vollbrecht und ich bin seit 2016 Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Bezirk Reinickendorf tätig. Welche Ausgangslage bringst du denn mit? Dann fange ich ganz gern einfach mal bei meinem Job an. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass in unserem Bezirk Reinickendorf alle Wahllokale barrierefrei zugänglich sind. Was ich finde, was ja auch schon mal total toll ist, dass zumindest alle Menschen mit Behinderung an dem Wahltag eben wählen können oder ins Wahllokal alleine gehen können. Natürlich ist auch ein wichtiges Thema, wie informiere ich mich vor so einer Wahl? Und jetzt ich persönlich, wenn ich mich informieren möchte, dann schaue ich natürlich ins Internet auf Webseiten und da gibt es natürlich schon die eine oder andere Webseite, die eben nicht barrierefrei ist, wo Links eben nicht richtig benannt sind, Überschriften benannt sind und wo ich auch bemerke, dass Übersetzungen in Gebärdensprache oder auch in leichter Sprache fehlen. Deshalb ist das Internet für mich ein Medium, mich zu informieren. Ich höre natürlich aber auch viele Nachrichten, sehe im Fernsehen entsprechende Beiträge über Wahlen und kann auch Zeitungen mit dem Smartphone lesen und nutze im Prinzip all diese Kanäle, um mich zu informieren. Stell aber auch fest, es gibt ja kurz vor den Wahlen immer vermehrt Werbespots und die sind für Blinde, Sehbehinderte, als Beispiel jetzt diese Zielgruppe zu nennen, sind sie überhaupt nicht barrierefrei, weil oft zum Beispiel zwar der Wahlspruch kommt, aber gar nicht die Partei genannt wird, zwar eingeblendet, aber nicht genannt wird. Und dann weiß ich ja gar nicht, wer sich mir da jetzt präsentiert. Sollten Parteien verpflichtet werden, Wahlprogramme barrierearm zugänglich zu machen? Genau, das finde ich ganz wichtig. Das ist auch eine immens wichtige Erfahrung aus meiner Arbeit, dass man, also auch die Parteien in dem Fall,
auf jeden Fall zur Barrierefreiheit verpflichten muss. Man muss sie verpflichten, alle Formate anzubieten, weil das Wahlrecht ja ein Grundrecht ist und das ja man ja nur wahrnehmen kann, wenn man sich entsprechend informieren kann. Und das muss verpflichtend sein, denn meine Erfahrung ist, alles was, also dass Dinge wirklich auch nur umgesetzt werden, wenn sie verpflichtend sind. Hast du Ideen, wie der Prozess barrierearmer gestaltet werden könnte? Na, ich finde, dass wir das mit der Frage, die wir davor schon hatten, total gut beantwortet haben, indem ich eben sagen würde oder sage, dass wir, also wenn ich ja jetzt sage, dass in Bezug Reinickendorf die Zugänglichkeit von Wahllokalen schon gegeben ist und wir dann noch Parteien verpflichten, die Wahlprogramme für jedermann, egal welcher Behinderung, zugänglich machen, dann denke ich, haben wir, was barrierefreie Wahlen betrifft, wirklich schon ganz viel geschafft. Und sicherlich gibt es natürlich in den verschiedenen Bezirken auch noch das eine oder andere Wahllokal, wo an der barrierefreien Zugänglichkeit gearbeitet werden muss. Also da bin ich mir natürlich auch sicher. Wie genau willst du, wenn du im Wahllokal angekommen bist? Es gibt die Möglichkeit, dass wir uns vom Blindenverein Wahlschablonen zuschicken lassen können. Und die nutze ich auch. Und zwar ist das eine Pappschablone, in die man den Wahlzettel einlegt. Und die ist mit Löchern versehen, die auch schwarz umrändert sind, sodass sie auch von Sehbehinderten gut erkannt werden können. Und neben diesen Löchern stehen dann die Zahlen in Punktschrift, die ich ja lese, also die Brailleschrift und in Reliefschrift. Und dann gibt es noch eine CD dazu. Und auf dieser CD sind eben die ganzen Kandidaten entsprechend beziffert benannt. Und so kann ich eben dann auch diese Wahlschablone nutzen und die auch selbstständig ausfüllen, den Wahlzettel. Aber was ich eben auch ganz gerne mache, damit ich an diesem Wahltag flexibel bin und nicht unbedingt in das Wahllokal gehen muss, also ich finde es ganz toll, vorweg gesagt, dass es diese Wahlschablonen gibt, aber ich mache auch ganz gerne, damit ich an dem Tag flexibel bin, Briefwahl. Denn Menschen mit Behinderung oder wer auch immer Unterstützung braucht, der kann ja auch einen Wahlzettel mit Assistenz ausfüllen. Und das ist, was ich eigentlich vor ganz vielen Wahlen bisher genutzt habe. Und genau. Gabi aus Bochum hat multiple Sklerose. Ihr Freund Uli aus Essen hat sie in ihrer Wohnung besucht, um mehr über ihr Leben mit der Krankheit zu erfahren. Jetzt gehe ich auch wieder rein. Genau, warte. Hallo, hallo, ich bin die Gabi. Ich lebe hier in Altenbochum. Hab eine wunderbare Wohnung. Klein, aber gut. Zwergenwohnung. Aber ich wohne gerne hier. Und im Moment sitze ich hier auf dem Sofa, was ich oft mache, wo ich mich auch wohlfühle. Und finde das richtig toll, hier zu wohnen mittlerweile. Außerdem habe ich MS, was nicht so toll ist, aber kann ich mit leben. Komme ich auch ganz gut mit klar, manchmal nicht, aber manchmal schon. Ist halt eine Krankheit wie eine Achterbahn, geht rauf und runter. Manchmal geht es runter, dann weiß ich, ich muss vorsichtig sein. Und manchmal ist alles okay und dann kann ich sehr viel machen, kann draußen sitzen. Kann hier in der Wohnung rummachen und was ändern, was ich nicht mehr so haben will, wie es ist. Auf Deutsch, mir geht's gut. Also MS ist eine Krankheit, in der sich das Nervensystem entzündet. Was bedeutet, dass ich manchmal einige Sachen nicht mehr machen kann. Obwohl ich sie machen will, aber geht nicht. Und
Dafür gehe ich alle 3 bis 4 Monate ins Krankenhaus für 5 Tage und bekomme Cortison. Das stoppt die Entzündungen und danach geht es mir eigentlich wieder besser. Und ich bin flexibler wieder, kann mich wieder besser bewegen und finde es eigentlich wieder alles ganz gut. Und die Sache mit dem Krankenhaus werde ich langsam, aber sicher immer weniger machen, weil ich denke, dass je mehr ich persönlich trainiere, umso besser werde ich mit dieser Krankheit klarkommen. Und umso seltener muss ich ins Krankenhaus. Zusätzlich mache ich 2-mal pro Woche Krankengymnastik. Die soll mir helfen, beweglich zu bleiben. Aber ich denke mal, das werde ich langsam, aber sicher auch lassen. Und guck, dass ich meine Beweglichkeit durch eigene Arten von Bewegungen behalte. Eigentlich geht's mir gut, weil ich habe eine Tochter und einen Schwiegersohn und eine Enkelin. Und die helfen mir sehr viel. Ich kann zum Beispiel nicht mehr einkaufen gehen, weil meine Beine machen nicht mit, die wollen nicht laufen. Meine Tochter geht für mich einkaufen oft, kaufen zwar nicht immer das ein, was ich will, aber sie kaufen ein. Und ich habe die Sachen, die ich brauche. Und das finde ich toll, finde ich richtig nett. Außerdem ist mein Schwiegersohn auch sehr nett. Der ist Veranstaltungstechniker, der weiß eigentlich sehr gut, und viele Sachen ändern kann, damit sie trotzdem noch Spaß machen. Und meine Enkelin, die ist auch nett. Die ist Tofte. Vor allen Dingen, wenn alle 3 hier sind, das ist lustig. Weil irgendeiner hat immer die Idee, irgendwas zu machen, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Okay, ich kann den Leuten, die mit so einer Art von Krankheit konfrontiert sind, egal in welcher Art und Weise, nur raten, so zu tun, als wenn eigentlich gar nichts wäre. Viele Sachen sind nicht mehr möglich, ist okay, sind eben nicht mehr möglich, aber dafür entdeckt man eine Menge anderer Sachen, die man auf einmal kann und die auf einmal möglich sind. Ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich weiß, was ich dem zumuten kann und was nicht. Und das ist positiv und nicht negativ. Also hat diese Krankheit für mich eigentlich mehr positive Seiten wie negative, auch wenn ich viele Sachen nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr einkaufen gehen, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, aber mir geht's gut und ich fühle mich auch gut dabei. Gabi, wenn es Menschen gibt, die in deiner Situation sind oder in einer ähnlichen Situation, was würdest du denn vorschlagen? Weitermachen. Einfach nur weitermachen. Und fast so tun, als wenn nichts wäre. Nichts Schlimmes, nichts Außergewöhnliches. Okay, danke schön. Jetzt folgt ein sportlicher Beitrag. Wien ist Teilnehmer am Projekt Das bin ich und hat einen Film über eine besondere Sportart gedreht, das Parkourlaufen. Dabei bewegt man sich durch ein städtisches oder natürliches Gelände und überwindet dabei verschiedene Hindernisse. Bean hat einen Sportler mit der Kamera begleitet. Ja.
in ihrer Reihe »Mein Name ist Mensch, wie soll ich dich nennen?« geht Marie in dem folgenden Film der Frage nach, wie Nichtsehende oder Schlechtsehende sich selber nennen würden. Sie hat dazu mit der blinden Daniela gesprochen. Mein Name ist Daniela, ich arbeite als Pastorin und leite seit 20 Jahren den Evangelischen Blindendienst in Berlin. Ja, und ich habe auch viele Hobbys, treffe mich gern mit Leuten, gehe gern wandern und spazieren und liebe Musik und habe ein spezielles Hobby. Ich kenne viele kurdische Leute und interessiere mich sehr für ihre Geschichte und Kultur. Du bist selber, sagen wir so, Nichtsehende oder kaum Sehende. Ja, also ich bin stark sehbehindert und ja, du hast schon die Begriffe so ein bisschen sortiert oder angefangen zu sortieren. Ja, in der DDR nannte ich mich sehschwach. Da waren wir die Sehschwachen, also die Leute, die etwas sehen, aber nicht so viel. Und dann kam ich zum Evangelischen Blindendienst und nach der Wende hieß das dann sehbehindert. Ich habe mich eigentlich früher immer gewehrt gegen das Wort behindert, weil ich mich nicht als behindert empfand, sondern einfach diese Seheinschränkung war für mich wie ein Charaktermerkmal meiner Person und gehört einfach zu meinem Leben dazu, aber das empfand ich nicht so sehr als Behinderung. Genau, und das Nichtsehen, also ich würde auf Deutsch jetzt nicht sagen, wir sind die Nichtsehenden, zumal ich ja auch etwas sehen kann. Die Nichtsehenden, so sagt man es tatsächlich auf Kurdisch inzwischen. Da nennt sich der Blindenverein in Kurdistan, Irak, nennt sich tatsächlich der Verein der Nichtsehenden. Beim Evangelischen Blindendienst gibt es sehr viele blinden Menschen. Und die blinden Menschen nennen die Leute, die sehen, nennen sie Cookies. Genau, das ist der Spitzname. Aber wie sollen wir Cookies blinden Menschen nennen? Für mich ist blind einfach ja, eine Feststellung und nichts Schlimmes oder Schlechtes. Während ich dieses für Leute, die etwas sehen können, das sehbehindert schon ein bisschen despektierlich finde, also da würde ich eher sagen Menschen mit Seheinschränkungen. Okay, aber jemand, der vollblind ist, er hat keine Seheinschränkung, weil er es überhaupt nicht sieht. Genau, und da würde ich sagen, dann sagt man blind, wobei vollblind würde ich eben nicht sagen. Das klingt so ein bisschen voll blind, voll Idiot oder keine Ahnung. Also das klingt wirklich nicht so schön. Aber blind heißt ja, dass jemand gar nichts sieht. Aber die blinden Menschen, wenn wir dann zum Beispiel zum Frühstück zusammen sind, die sagen, wenn sie sich vorstellen, die sagen immer zum Beispiel so, Elga sagt, hallo, ich bin Elga, ich bin vollblind. Genau. Christian sagt immer, hallo, ich bin Christian, ich bin vollblind. Ja, einige Ältere sagen das. Anscheinend war das früher so üblich, aber ich finde es wirklich ein bisschen komisch. Ich muss auch jedes Mal grinsen oder lächeln, wenn die sich so vorstellen. Ja, ich denke, blind heißt, jemand kann nicht sehen. Und wer etwas sehen kann, der würde dann sagen, ich habe Seheinschränkungen oder ich kann nur ein bisschen sehen oder so. Super, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Für viele Menschen mit Behinderungen ermöglicht die persönliche Assistenz ein weitgehend selbstständiges Leben. Katrin hat dazu einen kurzen Trickfilm gemacht. Danach gibt es noch ein kurzes Interview mit Katrin. Ich möchte bitte was trinken. Ja, Katrin, was möchtest du denn trinken? Eine Spezi. Ja, bitteschön, eine Spezi. Dankeschön. Mein Name ist Katrin Müller. Ich bin in Berlin geboren.
Ich bin 46 Jahre alt und wohne in meiner eigenen Wohnung mit Assistenz. Ich habe eine spastische Tetraparese. Ärztefehler bei der Geburt. Warum hast du die Idee mit dieser Assistenz bei dem Trickfilm gemacht? Weil ich dachte, dass viele das nicht kennen. Und das ist auch so, die Leute, die das nicht kennen, die wissen es ja nicht, dass es Assistenz überhaupt gibt. Die Assistenz ist für mich wichtig, weil ich in der DDR im Internat war und das 10 Jahre lang. Und weil ich da schon immer um 17 Uhr im Bett sein musste. Und um 18 Uhr war alles, haben wir dann halt alle gelegen und dann haben wir unsere Radios im Bett gehabt und dann war alles gut. Und dann haben wir in dem Internat Trockenbrot bekommen. Und dann war das so, dass die Schwestern in der Küche sich schönes Essen gemacht haben und wir haben das alte gekriegt. Und dann haben sie mir immer erzählt, Katrin, wenn du uns anpfeifst, machen wir dich fertig. Und deshalb ist das heute wie ein Paradies für mich. Weil das passiert, was ich möchte, weil ich essen kann, was ich möchte und trinken kann, was ich möchte. Und schlafen, wann ich möchte und alles eben. Ich kann rausgehen, wohin ich auch will und alles. Ich fühle mich manchmal wie im Paradies mit der Assistenz, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem folgenden Film zeigt uns die blinde Silja eindrücklich ihre Erfahrungen mit E-Rollern auf den Straßen. Ich muss hier aufpassen, weil hier oft, wenn ich aus der U-Bahn komme, Säulen und Roller in den Weg liegen. Dass ich nicht drüber falle. Oh nein, was ist denn das schon wieder? Oh Mann, wie komme ich denn hier dran vorbei? Was ist denn das? Oh Gott, steht ein voller Roller mitten im Weg und liegt hier. Das ist ja krass. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht drüber falle. Wir brauchen Sie so genau? Fahrrad. Ja. Das ist gut. Dankeschön. Seit einigen Jahren gibt es ja hier in Berlin die Roller. Was stört Sie daran? Sie sind wirklich überall, die Menschen stellen die einfach irgendwo ab, vor der U-Bahn-Eingang, mitten im Weg, dann liegen sie da mitten im Weg und wie oft bin ich schon darüber gefallen. Also ich bin auch schon mal mit so einem Ding ins Schaufenster gelandet und kam dann nicht mehr raus, also hoch, da musste mir dann jemand helfen, weil ich so unglücklich da mit den Roller reingefallen bin und wie oft bin ich schon darüber gestürzt. Und habe mir wirklich ganz doll dabei wehgetan. Ich hasse diese Roller, wirklich. Also seitdem diese Roller sind, fühle ich mich im Straßenverkehr nicht mehr sicher. Jetzt muss ich hier aufpassen, hier stehen immer Säulen im Weg und oft auch um Fahrräder und... Oh Mann, was ist denn das jetzt hier? Oh Gott! Nein, scheiß! So ein... Kommt hoch, bitte. So geht das. Bleiben ja. Sie bitte stehen. So. Immer stehen die im Weg und nee, liegen im Weg. Nee, die ja, diese Fahrräder, Roller. Das ist der Roller. Immer im Weg, danke sehr. Bitte. Ja, was sind deine Wünsche? Wie kann man besser damit umgehen? Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass diese Dinger abgeschafft werden, wegkommen. Und weil ich weiß, dass das nicht passieren wird, wünsche ich mir, dass es mehr so Parkplätze gibt, wo man diese Rolle abstellt. Und dass die Menschen, die ihre Rolle einfach stehen lassen oder liegen lassen,
dass man sie verfolgt. Also man weiß ja, wenn sie mit ihrer Karte das buchen oder mit einer App, dass wer ist, dass man sie verfolgt und dass sie dafür Strafe zahlen sollen. Vielleicht werden sie dann die Roller ordentlicher wegstellen und nicht mehr in den Weg schmeißen. Und dann wünsche ich mir auch, dass die Roller nicht auf Gehsteige fahren. Das machen sie manchmal nämlich auch und haben mich schon manchmal fast umgefahren. Und dann haben die mich angemeckert, dass ich da lang gegangen bin und ich habe die gar nicht gehört, weil die Roller hört man nicht. Die sind ja weil es ja elektrisch ist, sind die schlecht zu hören. Und wenn der Straßenverkehr so laut ist, dann hörst du die Roller nicht. Vielleicht kann man ja Orte suchen, wo sie vielleicht Sinn machen, weil da keine U-Bahn in der Nähe ist und kein Bus, dass man da welche hinstellt, aber dass man sie nicht mitten in der Stadt hinstellt. Und wenn man sie mietet, dann sollen die Leute die auch ordentlich wegstellen. Das wünsche ich mir ganz doll. Zum Abschluss gibt es wieder etwas Musik. Die Mitglieder unserer Musikgruppe konnten sich wegen Corona lange Zeit nur übers Internet online treffen. Sie haben selbst Musik komponiert und Texte gedichtet. Hier nun ein musikalisches Ergebnis und Erlebnis zum Thema Corona. Viel Spaß mit der Schwimmflossenfrau. Corinna, Corona, die Schwimmflossenfrau. Ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau. Sie ist so schlau, schlau, schlau. Oh Corona, warst plötzlich angereist, hofften, dass du uns nicht erreichst, nicht mit eiskalten Händen greifst und uns nicht mit in den Strudel reißt. Corinna, Corona, die Schwimmflossenfrau, ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau, sie ist so schlau, schlau, schlau. Termine beim Friseur waren längst vergeben, die Frisur ist nun leider voll daneben. Sie zieht sich ihre Schwimmflossen an, weil ihr dann keiner mehr was antun kann. Corinna, Corona, die Schwimmflossenfrau, ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau, sie ist so schlau, schlau, schlau. Schützt sich kopflos mit Neopren und wird ab jetzt so durch die Straßen gehen. Willst du sie sehen, musst du mit 1,50 Meter im Abstand auf der Straße gehen. Den Schutz vor dem Virus gibt's noch nicht, deshalb entwickelt sie die Schwimmbrillenpflicht. Denn dann ist alles dicht, so kommt ihr nichts mehr zu Gesicht. Corinna, Corona, die Schwimmflossenfrau, ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau, sie ist so schlau, schlau, schlau. Corinna, ist die Sache wirklich leid, sie schnorchelt rastlos in der Einsamkeit, seufzt sich verzweifelt einen mit Corona-Bier, ist dann im Neopringkleid unterwegs, mal dort, mal hier. Corinna findet das so richtig gut, sie schenkt uns damit Hoffnung, neuen Mut. Auch Mutti Angela sagt allen Buh, vertraut mir, denn gemeinsam schaffen wir das schon. Corinna, Corona, die Schwimmflossenfrau, ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau, sie ist so schlau, schlau, schlau. Mit Klavirus und mit Bravo-Kassagnetten, lasst uns die Welt doch einfach ganz gemeinsam retten. Und einen neuen Impfstoff, oh wie fein, das schenkt den Menschen Hoffnung, so soll es sein. Das Klopapier reicht hoffentlich noch aus,
vom Ausverkauf hol schnell noch eins ins Haus. Bald ist mit dem üblen Virus Schluss. Am fernen Horizont hörst du den Schuss. Corona, Corona, die Schwimmflossen grau. Der Alltag ist sau, ihre Haare sind grau. Sie ist so schlau, schlau, schlau. Corinna, Corona, versäumt keine Zeit. Endlich ist soweit, war eine harte Zeit. Doch sie ist schlau, schlau, schlau. Eilig verschaut sie die Rinnflossen und Schnorchel. Die Taucherbrille und auch die geheime Morsche. Ganz weit nach hinten stoppt sie alles in den Schrank. Ist das denn krank? Nein, Gott sei Dank, sie ist nicht krank. Geht sie wieder auf die Maskerade, auf die Straße raus und auf ihre Parade. Niemand wird sie nun mehr daran hindern. Zufrieden spielt sie Mau Mau wieder mit den Kindern. Corinna, Corona, schwimmt fast und grau. Ihr Alltag ist rau, ihre Haare sind grau. Sie ist so schlau, schlau, schlau. Findet endlich wieder ihren Frieden. Corona, ja, dich werden wir schon kriegen. Kommt raus, ja, nicht aus, ja, aus dem Haus. Denn es ist aus, 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 Mickey Maus. Corinna, Corona, die Schwimmflossen grau. Ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau. Sie ist so schlau, schlau, schlau. Oh, oh, Corona, warst plötzlich angereist, hofften, dass du uns nicht erreichst, nicht mit eiskalten Händen greifst und uns nicht mit in den Strudel reißt. Corinna, Corona, die Schwimmflossen grau, ihr Alltag ist grau, ihre Haare sind grau, doch sie ist schlau. Das war die dritte Ausgabe des Videomagazins Das bin ich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und inspiriert. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, selbst einen Film zu drehen und ihn hier in unserem Magazin zu zeigen. Dann melde dich einfach beim Medienprojekt Berlin. Dort bekommst du Tipps und Unterstützung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.